SRF bei den Leuten mit. Aus der Region, für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Langsam wird es sinnig. Morgen miteinander. Abfahren. Okay. So in Aussicht habe ich geschlafen. So körperlich anstrengend ist das schon. Ah, oh, wir würden das Feuer machen und das geht nicht. Drei Teams wagen sich in die Schweizer Wildnis. Nein, mehr ist auf keinen Fall. Es muss noch sechsmal länger. Acht Tage kämpfen sie sich durch drei verschiedene Regionen. Schlafen unter freiem Himmel, stellen sich den Naturgewalten und müssen beissen. Wer bis am Schluss durchhält, gewinnt zwei Übernachtungen im Radisson Blue Hotel Reusel. Der Survival-Profi Mike Zuber überwacht die drei Teams. Seit 20 Jahren trainiert er zu überleben in Extremsituationen. Mit seiner Erfahrung und seinen Tricks steht er den Abenteurer zur Seite. Jetzt haben wir Leute, die keinen Plan haben und die sich auf ein, ja, doch ein grosses Abenteuer eingelassen haben. Wow, sehr geil. Das ist SRF bei den Leuten. Abenteuer Wildnis. Tag 1 vom Abenteuer startet für das Team Goms auf dem Grimselpass. Was genau auf sie zukommt, woher es geht, wissen die Teams nicht. Aus dem Kanton Solothurn reisen der Grossvater Walter, der Nick und sein Vater der Serge an. Da noch mit Gepäck. Das müssen sie aber schon ziemlich gleich abgeben. Gemeldet haben wir uns eigentlich, weil der Nick so ein bisschen Adventure-Fan ist. Der Sohn. Und er hat gesagt, Papi müssen wir unbedingt machen. Ich war am Anfang nicht so Fan. Also ich mache es auch gerne, nicht unbedingt mit dem Fernsehen. Halt. Aber wir haben gesagt, gut, wir melden uns an. Sie nennen die so eh nicht. Jetzt stehen wir hier und schauen, ob wir es schaffen. Ich weiss eigentlich noch nicht, was uns erwartet. Also ich bin vor allem gespannt. Wir sind alle drei gespannt. Lassen wir uns überraschen. Das ist der Touristen-Hotspot Locarno in unserer Sonnenstube im Tessin. Dolce Far Niente werden die nächsten acht Tage aber gar nicht. Das Team Tessin kommt aus Engelberg. Silvia und Martin, die beiden Erwachsenen, zusammen mit ihrem Sohn Aaron und dem seinem Kollegen Sven. Kleine Abkühlung, bevor es losgeht. Ja. Mit Gelati ist es schon gleich vorbei. Zum Essen gibt es bald nur noch Reis, Salat und Bouillon. Das wissen sie aber hier noch nicht so genau. Ich kann es schon noch geniessen. Aber ich bin schon ein bisschen nervös. Vor allem, ich habe es eigentlich schon noch nie gemacht, so acht Tage ganz draußen ohne ein Zelt oder so schlafen. Ja. Von der Vorbereitung her, denke ich, hätte man mehr können. Ja, sich das merken wir dann, was wir denn gemacht haben, was man hat sollen. Ich bin beruhigt, dass wir im Tessin dürfen. Team Tessin sind. Weil von den Temperaturen her in der Nacht ist es doch eher, sind wir da sicher auf der Sonnenseite. Zu Lautern im Napfgebiet startet das junge Paar Francesca und der Pasquale ins Abenteuer Wildnis. Ohne grosse Survival Skills im Gepäck. Auch bei Weltreise gemacht, schön da. Man denkt, wo sind wir gelandet? Die Häuser sind immer weniger geworden. Ja, ich war tatsächlich noch nie hier. Ich auch nicht. Ich kenne es nicht. Das sagt mir gar nichts. Jetzt erfahre ich Teams, wie es weitergeht. Abenteuer Wildnis. Gehen wir mal schauen. Liebe Francesca, lieber Pasquale. Liebes Team Tessin, jetzt geht's los. Willkommen auf dem Grimselpass. Hier startet für euch das Abenteuer Wildnis. Die erste Nacht könnt ihr euch noch etwas entspannen. Eine kleine Hütte ist von uns für euch organisiert. Bitte begebt euch unverzüglich zu Fuß an den in der Karte markierten Punkt. Wandert ganz einfach zum rot markierten Punkt auf der Karte. Der Bus und das Postauto bringen euch in die Nähe des auf der Karte markierten Punktes. Liebe Grüße, euer Abenteuer-Wildnis-Team. Du hast die Brille für eine Nadel. Wir sind auf 2.14. Da sind wir. Da sind wir. Ja, da. Ja. Aha, das ist dieser Finger. Ja. Wir gehen. Toten See. Wir sind quasi auf der gleichen Höhe. Jetzt gehen wir irgendwie da rüber. Da durch. Durch.
Aber ich heute an die Wärme. Ja, genau. Gut. Luther, das sind wir jetzt. Jetzt müsste man wissen, wo der Norden ist. He? Mein Vater würde mich jetzt auslachen. Du. Oh, Oskaguri. Oskaguri. Cool. Mega cool. Es ist auch schön gefahren dort hinten. Es war im Fall schön im Frühling. Es ist mega schön dort hinten. Schönes Dörfli. Ich freue mich. Ja. Ich freue mich auch. Also ich hätte jetzt gesagt, wir müssen hier rauf. Genau so. Mhm. Bei Gummen links ab. Er ist gut in der Orientierung, auf dem Land. Ich bin besser in der Stadt. Dann laufen wir mal los. Schauen, was da kommt. Es geht 2 Stunden rauf bis zum ersten Tagesziel. Dort müssen sie sich dann entscheiden, was sie mitnehmen wollen für das Abenteuer Wildnis. Aber ich denke, es wird sicher streng. Aber auch körperlich cool. Wie auch psychisch. Aber ich denke, es ist eine coole Challenge, um mal zu schauen, wie weit man gehen kann. Ja. Mit sich selber und mit uns. Oh, schau, dort hat es einen Brunnen. Meinst du, dürfen wir einen Schluck trinken? Ja, ja, komm, da kannst du trinken. Das ist nicht so tragisch. Oh, schau mal. Ich sehe gerade, wie sie in den Brunnen reingehen. Dass es halt länger geht, bis man Wasser findet, das macht mich ganz ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Oder halt auch, wenn es Wasser hat, dass es trinkbar ist. Das ist noch die andere Frage. Oder ob man es noch aufbereiten muss, ob man dann vielleicht noch ein Feuer bohren muss. Und ob man dann das Feuer zusammenbringt, das ist dann noch die andere Frage. Die andere Frage. Ja, das ist so ein bisschen Nervosität, glaube ich, so die innere Spannung. Gehen wir zum nächsten Wegweiser rüber? Ja, da vorne. Lauf, komm. Bist du sicher, dass wir richtig sind? Nö, keine Ahnung. Laufen. Ich sehe auf dieser Karte, ich kann die Distanz nicht einschätzen. Nein, ist so gut. Vier Wochen ist er der Chef. Ich bin der Grossvater. Du bist der Weise. Ja. Und der Nick ist. Das ist die treibende Kraft. Der mit Ideen solltest du sein. Der mit dem meisten Know-how. Im Survival-Game. Ja, aber du hast ja auch in letzter Zeit viel Uhr nachgeschaut. Weißt du, ja, ich habe dein Buch noch gelesen, dass wir nicht ganz im Scheiß sind. Ja, gleich. Da musst du auch ein bisschen wissen. Oh, oh, oh! Wo ist Schnee? Ich hätte es erst weiss, wenn du die richtigen Schuhe hast. Ja. Nein! Und während die einen sich durch die Berge kämpfen, hockt das Team Tessin im Postauto und macht bequem Höhenmeter ins Walserdorf Bosco Gurin. Mit 1500 Metern über Meer ist es das höchst gelegene Dorf vom Kanton Tessin. Was zur Folge hat, dass es ziemlich kühl wird in der Nacht. Was jetzt kommt, kann entscheidend sein, ob Teams die 8 Tage in der Wildnis durchhaben. Ja, da ist er. Da müsste es sein. Oha. Hallo. Hallo miteinander. Grüß dich. Hallo. Ja. Mike, ja, ich bin im Survival beruflich tätig und ich begleite euch die Woche bei Problemen oder sonstigen Sachen. Aber als allererstes bin ich mit ein paar Sachen parat für euch zur Auswahl. Ihr dürft gerne mitkommen. Das wäre so der Gabentisch mit eurer Auswahl. Für alle Teams gibt es jeden Tag Salat und Bouillon. Was ihr sowieso bekommt, ist der Topf, das Erste-Hilfe-Set und der Notsender. Ihr habt 5 Sachen, also pro Person 1 und 1 für eure Gruppe. Dann dürften wir jetzt eigentlich 3 Sachen auslesen, sehe ich das richtig? Genau. Zu eurer Auswahl steht zur Verfügung ein Wasserfilter. Das ist Wasserfilter mit der Flasche. Das wäre 1. Das andere wäre etwas schön flauschiges, warm an die Decke.
wiederum ein Dach, also eine Plache. Ihr hättet ein Kilo Reis, etwas zum Dessert an Schoki, die Stirnlampe für Licht in der Nacht, 10 Meter Schnur zum Basteln, da wäre der Feuerstall, falls es kühl wird, zum Feuerlen. Das Messer wäre eine Möglichkeit zum Basteln, Schnitzen und Schust. Der gute Start im Morgen mit dem Kaffee. Ein Kilo Nudeln für genug Energie und zum ganzen Tragen den Rucksack. Jetzt ist es etwas speziell, wie ihr ja, glaub, schon mitbekommen habt. Wir sind im Wallis, das Feuerverbot, das da ist. Und das heisst, weil ihr nicht feuern könnt, ist, ihr habt einen Gaskocher und ihr habt eine Wollendecke. Der Gaskocher ist noch schnell nachvollziehbar. Die Wollendecke ersetzt die Wärme vom Feuer, die ihr einfach nicht könnt herstellen. Ja. Genau. Super. Deshalb ist dieser Teil sowieso für euch. Ich würde es mal überlegen. Wir müssen mal schnell überlegen. Jetzt wäre die Wahl radikal. Jetzt müssen wir das entscheiden. Also, das die heißt mal. Grundsätzlich müssen wir warm haben. Und trocken sein. Ja, dann haben wir sicher gute Chance. Also, die Plache nehmen wir mal ganz. Diskutieren hat man sicher. Da sind wir uns einig. Die ist sicher genug gross. Ja, die ist. Genug gross. Ja. Da müssen wir drei drunter liegen, gell? Da müssen wir Platz haben. Ja. Das Messer müssen wir sicher haben. Das ist vor allem ein cooles. Vielleicht Wasserfilter? Das ist aber die Frage. Der Feuerding. Feuerstahl. Ja, den müssen wir haben. Müssen wir nicht unbedingt. Wir können auch kalte Küche machen. Ja. Wie viele Blachen sind das? Mit Laub und Äste können wir auch ein Shelter bauen. Wir brauchen die Blachen nicht. Was ist mit der? Die ist kuschelig warm. Ja. Das brauchen wir nicht. Dessen. Also, einen Rucksack müssen wir haben. Also. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Wegen, ja, müssten wir schon haben. Eigentlich. Was ist mit dem Feuerding? Nehmen wir den Rucksack einfach nicht. Aber der Rucksack wäre schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist schwierig. Wir sind noch lange dran. Was meinst du? Ich hätte jetzt, glaube ich, den Feuerstein genommen. Und da könntest du auch warm gehen. Es würde die Decke ersetzen, es würde das Licht ersetzen. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ein Messer wäre schon noch. Das sowieso. Also, das Messer nehmen wir fix, oder? Ja. Das Messer finde ich den Teil, den man weglassen könnte. Das ist das, was die allermeisten Leute verschätzen. Und da zählen sie auch dazu. Das Messer gehört unbedingt dazu. Das ist einfach zu ersetzen. Und das Verletzungsrisiko ist deutlich geringer. Sicher das Messer? Ja, das Messer ganz sicher. Das Messer geht nicht. Ja, mit dem haben wir keine grossen Bäume. Also ich wäre hier für die Örnchen. Ich glaube, ich wäre eher für den Reis im Fall. Ich weiß von früher, wenn ich gekocht habe, Reis brauchst du verdammt nicht viel. Ja, ist schon so. Reis brauchst du. Wo ist Murmeli-Ragu besser dazu? Da. Ich würde Reis. Geht, nehmen wir Reis. Also ich glaube, der Wasserfilter. Nein, nehmen wir es nicht. Komm, vergiss das. Also, wenn... ja, ich weiß nicht, ob der Berg ist, nee. Gletscherwasser. Was aber kommt, ist gut. Und sonst kotzen wir den halt. Den schwarzen Schoki habe ich nicht so gerne. Nein, ich auch nicht. Aber wir wären vielleicht froh, also, wenn wir es nicht gerne hätten. Mal schauen, wie der da. Wenn das Wasser schlecht ist, stopft der. Ja gut, also, man könnte es vielleicht eine Woche lang, ohne dass du von Lokus musst. Gell? Ja, die Priorität haben wir eigentlich auf trocken bleiben und genug essen. Wenn er vollen Magen hat. Vielleicht hat es immer geheißen, ohne Mampf kein Kampf. Aber das Essen das würde ich auch nicht unterschätzen. Also wenn, dann würde ich es Reis nehmen. Dann hast du länger als an einem Sack Nudeli. Also so einen Sack haben wir zu Abend gegessen. Törnchen? Nein, bitte. Was irgendwie auch geil wäre, wäre das Reis. Das macht mich eben auch so als Kinder. Das würde irgendwie so voll recht lang heben, habe ich das Gefühl, weil es so aufgeht und stopft. Die meisten Leute haben Angst vor dem Verhungern. Das Essen ist aber etwas, das mit unserem Wohlstandsspeck oder Reserven können wir 3 Wochen ohne Probleme existieren, ohne dass wir essen. Klar, der Energiehaushalt ist eine andere Frage, wenn man das Essen weglässt. Dort brechen wir ein. Aber man kann relativ lang und stabil funktionieren, wenn man mal beim Essen hungrig ist. Ich hätte im Fall jetzt gesagt, man nennt das Reis auch noch. Mhm. Reis jeden Tag Reis. Reis und Salat. Nein, bin ich dabei. Machen wir? Ja, voll. Das heisst, die Entscheidung ist fix in diesem Fall. Es geht um das Kilo Reis, den Feuerstahl und das Messer. Ja.
gut. Das ist das eure definitive Wahl. Blachen, Reis, Messer, Schoki. Ja. Mhm. Ja. Dafür ist die Hand auf. Ist das gut? Einmal der Rucksack, einmal die Wasserversorgung, das Messer, Feuerstahl und der Reis. Ich habe das von Anfang an so gesagt. Definitiv. Okay. Wunderbar. Weil dort tauschen wir die 5 Sachen gegen euer überflüssiges Gepäck. Also, ich trinke noch mal einen Schluck. Ich gebe mal meinen Rucksack ab. Ja. Mitnehmen dürfen jetzt nur das, was sie anhaben. Und die Kinder einen Schlafsack. Ich gebe das rüber. Wunderbar, merci. Ciao zusammen. Ciao, danke. Die erste Nacht ist auch die letzte Nacht mit einem richtigen Dach über dem Kopf. Morgen geht es in die Wildnis. Ja, ist alles gut. Tipptopp. Alles bestens. Schönen oben. Bis in einer Woche. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Das Problem ist auch gelöst. Jetzt stellen wir den gerade ab. Das ist sehr wichtig, dass du dich abmeldest bei der Frau, gell? Und dass ich weiss, dass es allen sehr gut geht. Tipptopp. Gut. Wünsche ich euch ganz eine gute Nacht. Dann nehme ich euch ein Sonntagsgepäck. Und dann sehen wir uns im Laufe der Woche wieder. Ja. Gut, ja, danke vielmals. Schlafen gut, bis gleich. Tschüss zusammen. Ja. Der Mike geht pro Team zweimal vorbei und hilft, wo es ihn braucht. Die erste Nacht also am Hütli ist, finde ich noch gäbig, aber nachher ja, sind wir im Wald. Machen wir dir mal ein Bett. Ja, und jetzt bauen wir da mal das Bett. Auf diesen Bett ist sicher ehrlich. Ich hoffe, dass ich gut schlafe und nicht irgendeinen Albtraum habe schon am ersten Tag, dass ich irgendwie in den Klipp runtergehe oder so. Tag 2 vom Abenteuer Wildnis. Teams bekommen alle noch etwas Richtiges zu essen und nachher geht's los. Ich bin halt sehr aufgeregt. Und sie haben gesagt, sie bringen vielleicht noch zum Morgen. Und das freue ich mich. Und wie war heute Nacht? Gut. Angenehm. Und bei dir, Sadu? Oh, optimal. Keine geschnarchelt. Keine Kurz. Ja. Ja. Die Nacht war wirklich sensationell. Liebe Francesca, lieber Pasquale, in der beiliegenden Karte ist das Gebiet markiert, wo ihr die nächsten Tage wohnen dürft. Innerhalb von diesem Gebiet dürft ihr euch frei bewegen. Wo ihr euren Schlafplatz baut, ist euch überlassen. Da hat es einen grünen und einen roten Punkt. Rot sind wir recht jetzt. Sagen wir mal. Karten lesen ist eine Herausforderung. Smoke, aufhören mit Rauchen noch ganz eine andere. Eine letzte Ziggy konnte Pasquale noch vom Hüttenwart schnurren. Das Thema Sucht begleitet Pasquale schon ganz lange. Ja. Die letzte. Ja, wahrscheinlich. Ich denke, es wird schon auch einen harten Moment geben. Und man denkt, ach, was mache ich da? Aber ich denke, es wird auch gut tun. Weil Wachstum findet nicht in der Komfortzone statt. Ja, das ist so. Los geht's. Gehen wir los. Mit leichtem Gepäck und viel Fragezeichen marschieren die beiden los. Bis dorthin, wo sie ihr Biwak aufstellen können, sind es etwa 13 Kilometer. Ich war früher, als ich ein bisschen war. Ja, da drinnen hat es mir zu viel. Durch Schwendiwald, Eriswil. 3000.
So weit ist es nicht mehr. Ist der grün? Ja. Ja, wir probieren es doch mal. Wir haben ja Zeit, oder? Ich lasse viel einfach aufs Bauchgefühl. In welche Richtung? Bis jetzt bin ich immer gut gefahren. So. Ja, voll. Und sonst läuft man halt mal falsch, dann müssen wir halt wieder umkehren. Ja, das ist dann halt selber geschuld. Ja. Wir müssen eigentlich jetzt einfach hier gerade weiter. Ja, also so wie wir am Anfang eigentlich waren. Ja. Ja, es ist schon ärgerlich, dass man sich hier verlaufen hat. Weil ja, wir sind jetzt eigentlich alles wieder aufgelaufen wie die letzten Deppen. Wir hätten uns ja gar nicht verlaufen. Das ist ja, wir wären, ärgerlich. Wir wären richtig gewesen. Bis später. Also. Na da, sind wir gross. Wir sind hier in der Schule. Hier hinten durch. Wir haben 10 Wege weiter. Können wir mal schauen? Ja. Gut. So. Tschüss, Ötli. Nick, komm, nimm den hier. Der geht den Finger zum Drehen. Ja, gut. Das ist die Zone, oder? Auf dem Weg finden wir vielleicht. Ja, ja. Es ist auch noch ein Droge oder so, wo man daraus trinken kann. Und das sollte eigentlich länger. Finde ich. Okay, gehen wir los! Ja. Wandern ist eigentlich die Paradedisziplin des Team Tessin. Kein Wunder, als ehemalige SAC-Hütte warten. Pakt ist, der Plan steht. Es wartet ein paar Höhenmeter auf die Engelberger. Dank dem Seilbändchen am Anfang ist es aber gut zu machen. Von der Passhöhe auf 2100 Meter geht es nachher hinten runter auf Cinalmoto und von dort aus ganz nahe an die italienische Grenze. Das ist Wanderweg. Ich würde mal hier vorne schauen. Dann geht es noch dahinter. Ja, da ist die Archive. Eine schöne Natur hier. Ja, mega. 'S Wetter spielt schon mal gut mit im Tessin. So richtig geniessen können die Wanderung aber nicht alle. Ich habe im Moment mit dem Kopf ein zu kämpfen. Ich habe recht Kopf. Ich weiß nicht. Also, am Trinken liegt es nicht. Ich glaube, es ist mehr, weil ich, glaube, ich keinen Kaffee hatte. Keine Ahnung. Aber ja, das Wandern ist natürlich schon schön. Ja. Das gefällt mir. Es ist ein bisschen ungewohnt, damit man einen Kochtopf rumlaufen. Da kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Und schon kommt das erste Survival-Gadget vom Gabentisch zum Einsatz. Und solltest du den Boden nicht berühren, steht, aber das ist ja, denke ich, etwas schon gut. Wie ist mein Sonderröhrchen gemacht? Da hat es noch so eine Feder drin, brauchst du die auch? Die Feder würde drin lassen. Vielleicht tust du noch da oben, oder nicht? Weißt du, oben dir? Das haben wir auch so. Wir haben jetzt das Ding gestern bekommen oder ausgewählt. Und jetzt schauen wir mal, das mal ausprobieren. Kommt irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, es ist gerade umgekehrt. Schau mal, du. Ah, ja. Aha. Doch, jetzt kommt Wasser. Jetzt ist das so weiss. Ist das so? Okay. Das sieht mir nicht so appetitlich aus. Vielleicht machen wir einfach etwas falsch. Der Wasserfilter, denke ich, würde vom Gefühl her Sicherheit bieten, eben, von der Gefühlsebene her. Ich denke, die nicht gute Wahl war, nicht Gebrauchsanweisung zu lesen, sondern einfach mal irgendetwas wursteln. Ah, ich finde, das sehe nicht zu appetitlich. Ja. Das schmeckt gut. Auch nicht zu appetitlich. Gut. Gut. Ist gut. Ja, das ist für mich wieder vor, aber so etwas so viel Teile. Mal schauen, was passiert. Was ist passiert? Ich hätte jetzt das Gefühl, wir können es direkt aus dem Bach nehmen, hier oben. Aber es braucht doch wahrscheinlich schon noch ein bisschen Wasser, jetzt bei dieser Hitze. Ich glaube, wir gehen nach Aaron. Komm. Ja. Wir machen einen Survival-Experten. Geht's mit dem Kopf hier? Ah, so. Nicht so. Zuhause in Engelberg sind Martin und Silvia gerade am Haus bauen. Darum ist alles gerade ein Provisorium. Silvia hat ein eigenes Geschäft und verkauft selber genähte Stirnbänder und Kappen. In Gedanken ist sie aber schon mehr beim Feuermachen und Pfeilbogenschnitzen.
finde ich noch eine coole Herausforderung. Und ich mache es am Aarons lieb, weil er hat sich so gefreut darauf. Es ist wie eine geschenkte Woche auch, dass ich keinen Knatsch habe mit dem Sohnemann wegen iPad. Und ich will noch eine Stunde gamen und ich will noch das und das. Dann ist das wirklich mal einfach das Thema für eine Woche so schön erledigt. In der Werkstatt machen sich der Aaron und sein Freund Sven parat fürs Abenteuer Wildnis. Survival, das wollte ich schon länger eigentlich machen. Und dass so eine Chance kommt, ist schon noch cool. Und dann konnte ich halt schon nicht Nein sagen. Ganz ähnlich sieht das beim Aaron seinem Kollegen, Sven, aus. Der ist häufig dabei, wenn das Bier ins Berg geht. Ich bin so ein Survival-Fan sozusagen. Und ich tue eigentlich auch sehr gerne im Wald draussen. Wir spielen auch im Wald. Nicht schlecht, hä? Soße? Das ist schwierig zu rausnehmen. Ketchup? Willst du eine Wurst? Noch nicht? Gut. Kannst du noch, ja. Aber wir haben viel zusammen gemacht, auch schon in dieser Zusammenstellung. Eigentlich mit dem Sven ist so viel mit uns mitgekommen. Ich denke, es ist schon schön für Aaron, dass jemand mitkommt, der in seinem Alter ist. Halt auch. Das merken wir auch, wenn wir wandern, dass es für ihn halt ringer geht, weit lang zu wandern, zum Beispiel, als wenn er allein mit uns kommt mittlerweile. Ja. Das bin ich sehr froh, dass der Sven mitkommt. Was will der Seppli? Ja, der Seppli will Teller schlecken, wenn sie leer sind. Der Seppli muss aber daheim bleiben und darf nicht mit aufs Abenteuer Wildnis. Was geht's? Nein, wir gehen doch hier. Dann müssten wir irgendwann wieder eine Strasse kreuzen. Die Strasse rechts. Die Strasse da sehe ich einfach nicht. Siehst du sie nicht? Nein. Also schauen wir. Ja, dann wird schon stimmen. Ich muss die anhalten. Sie ist immer noch dort. Ich check nicht, wie du jetzt auf den Weg kommst, wo du kommst voran. Jetzt kommen wir wieder in die gleiche Unsicherheit das erste Mal. Nein, das könnte eigentlich schon noch sein. Karten lesen können wir auch nicht. Mal. Wie man merkt. Das können wir schon. Wir haben hier oben einfach den Weg verwechselt. Wir laufen jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter. Also an diesem Baum vorne sind wir vorbeikommen, das weiss ich. Dort hat es nämlich so ein Loch mit einem Vogel drin. Also, hier runter sind wir noch nicht gekommen. Ja, das ist doch ein bisschen grün. Ja, du bist auch ein bisschen grün, das ist blau. Ich will. Komm, wir laufen jetzt einfach. Wie dumm muss man sein, hey. Mal hier drüben sind wir nämlich auch. Also auf diesem Baumstamm sind wir schon gekocht, weil die Kappe kann ich nehmen. Ja, jetzt sitzen wir halt noch mal auf den Baumstamm. Ich habe gesagt, das ist schon. Ja, das spielt schon Rolle. Gehen wir jetzt mal links die Tinder. Es müsste eigentlich jetzt da vorne sein. Eigentlich haben wir keinen blassen Schimmer jetzt gerade. Wirklich jetzt gerade, ja. Wir hätten es ja vorne gehabt. Ja, das haben wir jetzt ein paar Mal gemeint, aber ich habe das Gefühl, wir liegen einfach. Nein, wir sind ja den Weg dafür gelaufen. Eriswil. Jetzt gehen wir schnell davor irgendwo in die Sonne. An dieser Kreuzung sind wir doch jetzt vorher. Nein, an der sind wir gewesen, Schatz. Team Goms ist auf dem Grimselpass gestartet. Von dort ist es ein einstündiger Marsch bis zum nassen Boden, wo die erste Nacht in einem Alphütli ansteht. Am zweiten Tag geht es etwa noch mal eine Stunde bis auf den Grimselboden knapp unterhalb von der Baumgrenze. Dort, wo die drei Männer die nächsten vier Nächte sollen im Wald verbringen. So, wo dürfen wir jetzt? Wie geht's? Jetzt sind wir doch nicht mehr da. Sicher nicht schon. So. Dann sind wir halt da. Nein, also. Ich sage nicht da, da nicht. Ja.
Ich bin schon in der Navi-Generation. Halt. Ich bin der Meinung, wir sind jetzt hier. Wir müssen dicken mit dieser Strasse zusammenkommen. Also, ja, eben da hinten. Also, wir gehen damit. Wir haben es gesehen. Nein, schau, da oben geht es ja auch kurvig ab. Aber immer ist es, ich glaube, zum Haben. Wichtig ist, dass wir mit dem falschen Bauer das Holz umdient. Okay. Aber nach dem Weg fragen tun die Männer ja grundsätzlich nicht so gern. Mal wenn ich trage, auf hätte er auf den Weg weiser, gell? Ja, das wäre eigentlich so ungäbig. Hey, warte schnell. Ha. Mein Rucksack ist auf. Nein! Der Band gerissen, oder? Nein, auch aufgegangen. Mein System ist aufgegangen. Weißt du, ich mache es schnell recht. Aha. Gut. Hast du morgen nicht recht gemacht? Für die Wir wollen provisorisch irgendetwas machen. Und dann haben wir unsere Jacke genommen, ein bisschen. Probiert. Ich fand mal, ist gut. Geht auch besser, so Zeug allein machen, als wenn einer reinlenkt. Ja. Dann wissen wir einfach voneinander. Dass wir diesen gescheiter Lotto sein. Geht's? So, Jungs, es geht weiter. Gut, super. Super. Alles gut, Alu. Kommt er noch? Ja, ja, kommt. Kommt. Ich glaube, wir sind ziemlich im Gebiet. In diesem Gebiet dürfen sich die drei Generationen jetzt einen Platz suchen zum Schlafen. Das ist hier möglich, weil die Landbesitzer das im Vorfeld bewilligt haben. In der Schweiz darf man sonst nicht einfach so irgendwo ein Camp einrichten. Was ist denn los, was? Hey, Landsack. Hätten wir schon mal Material, um etwas auszubessern? Ja. Ich glaube, jetzt noch von meinen Kollegen. Da. Ja, die machen das nicht. Hey. Der Lärm. Ja, wenn du die Leute hast, spritzt bis hier ins Zelt. Aber das wäre sicher mal wieder nicht schlecht. Ja, das weiß ich auch nicht. Alter Tanne. Ich habe schon so viel abgenommen, ich muss schon die Hose rein tun. Ich gehe schon bald ab. Was ist? Hier hinten. Können wir hier weghalten? Dann hat man hier auch schon wie. Weißt du, kann man hier so wie. Vielleicht schon ein Viereck bauen. Kannst gut Wasser holen, kannst noch die Stauen da. Kannst baden. In meiner Vorstellung war ich immer in einem schönen flachen Wald. Da ist man mit einem Seele und kann baden. Aber mir gefällt es schön. Die Entscheidung, wo genau man anfängt zu bauen, ist ziemlich matchentscheidend für die drei Teams. Noch weit weg von solchen Problemen ist das Team Tessin. Die haben ganz andere Sorgen. An der Silvia ihres Kopfes wird immer schlimmer. Oh, ein schwieriger Wanderweg. Ich fahre dort um eine Stunde. Ja, stimmt. Jetzt sind wir da gerade auf dem Pass oben. Der ist irgendwo in Italien. Oh ja. Kennt ihr nicht den Pass? Ja. Jetzt geht es nur noch hier vorne. Ja. Du hast nie einen Kopf. Wieso sollte ich einen Kopf haben? Ist auch schon gekommen. Ja. Hier. Jetzt. Oh. Machen wir eine Pause, hä? Ich habe einen hohen Kopf. Gib dem Sven noch ein bisschen. Aber ich habe immer das Gefühl, ich müsse jetzt erbrechen. Es ist mir halb schlecht. Es tut gut, jetzt einfach mal liegen. Aber die Sonne ist halt auch nicht gerade hilfreich. Oh.
Aber wir laufen jetzt wieder weiter und dann geht es dann schon irgendwie. Das funktioniert aber. Ich hoffe, es geht ihr besser, dass das Kopf weggeht. Mhm. Ist ein bisschen blöd gerade, ja. Ja, ich fühle mich auch nicht so gut, wenn es ihr schlecht geht. Und hoffentlich jetzt dann, können wir auch einen schönen Schattenplatz vielleicht bauen bei unserem Ort, wo wir sind. Und viel mehr können wir da nicht wirklich machen. Sehr schwierig. Ja. Oh Gott. Das habe ich jetzt noch nie gehabt. Beim anderen so Kopfweh. Nicht so. Navigation, da ist das Handy, wir sind unterwegs. Martin, kannst du mir mal Wasser bringen? Oh oh. Ist es doch so gegangen, wie ich gedacht habe. Ich vermute, dass die Wärme und Hitze mit der Oberspiel plus die Nerven. Ja, dass man sich übergeben muss, ich denke, das demoralisiert recht stark. Also für einen Start für einen selber, jetzt für Silvia ist das nicht lustig, aber auch für das Team fängt das gar nicht, weil es ist wie so ein Haltepunkt gerade für die Kinder, wo sie sich darauf verlassen, kollabiert am ersten Tag. Und das ist ganz sicher nicht einfach. Ich habe das Gefühl, es ist besser, ja. Gehen wir weiter. Mami hat gekötzelt. Jetzt gehen wir einfach gerade wieder weiter, weil wir haben kein Wasser. Und ich will möglichst schnell einschalten. Ich glaube, mir ist alles. Nein, nein, jetzt ist gut. Ich kann nur die Nase, ich muss die Nase ein bisschen putzen. Hey! Schon viel weiter ist das Team Goms. Die haben ihr Zielgebiet gefunden und sich für einen Campstandort entschieden. Die Schwachstelle von diesem Platz wird auch der Vollmond sein, den wir gesehen haben. Oder der Regen. This is sky when you run. And this is sky when you surrender, you're so warm. I dangle up your thorn. Jetzt ist Teamwork gefragt. Der Kleinste, der Nick, liefert Ideen. Der Papi Serge setzt es um. So ist einmal die Theorie. In the tangle of your mind, you light up from a whisper telling. Ich glaube, das war schon mal neu gesehen, oder so, dass wir mit Wurzeln sind. Fast gleich wie Schnür. Wir haben ein Survival-Buch und dort habe ich jetzt vor Abenteuer Wildnis auch noch ein bisschen drin gelesen. I look for a way in words and no restraint and singing voices. Das Baumaterial aus der Natur darf das 3-Generationen-Team brauchen. Das ist mit den Eigentümern so im Vorfeld abgemacht worden. Wo ist es da her? Auf einem Stein gefunden. Sehr wahrscheinlich, wenn es schön ist, ist es schön hier. Wenn es regnet, wird es in Richtung Embryo-Sterling gehen, dass wir unter einem blachen Platz haben. Wir arbeiten gerade weiter. Wir haben ja, machen wir nochmal. Oh, ist doch schön. Meinst? Irgendwo im Napfgebiet. Francesca und der Pasquale irren seit 5 Stunden im Zug um. Wertvolle Zeit, um einen Unterstand zu bauen, ist futsch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aggressiv, aber ich probiere es zu verbergen. aber es kommt jetzt, glaube ich, schon wieder besser. Ich glaube, jetzt haben wir es dann langsam.
Meinst du, hier im Wald rein? Müsst ihr fast. Das Napfgebiet ist zwischen dem Kanton Bern und Luzern. Es wäre eigentlich eine gut zweistündige Wanderung bis in Hegewald, wenn man den richtigen Weg verwünscht. Schau, jetzt hat etwas piepst bei dir. Hallo zusammen, herzliche Gratulation. Ihr habt das Ziel erreicht. Ihr dürft euch nun in diesem Wald einen geeigneten Platz suchen, um euer Camping aufzustellen. Ihr denkt, das kann ich besser, dann meldet euch bei uns. Wenn wir die Hütte jetzt nicht ganz fertig machen. Ich glaube, es ist nicht so tragisch. Ich glaube, ein Feuer bringen wir sicher hin. Wenn wir Glück haben, gibt es noch eine Portion Reis. Das wäre das Beste. Das wäre geil, ja. Das würde ich jetzt sogar noch vor die Hütte stellen, dass ich etwas essen kann. Ja. Lieber, als dass die Hütte aufgebaut ist. Das sieht man im Goms ein bisschen anders. Ist das genug hier? Nein, bringt nichts. Wir müssen das Holz haben, vorne können wir weiterbauen. Bringt nichts. Schau es hier, hier hat es ganz viel Holz. Oder? Ja. Kannst du von denen kennen? Da kein Dick etwa so lang. Bauchef ist Nick Äder. Nein, ich bin auch nicht ganz zufrieden, wie es ist. Aber. Das ist ein Perfektionist. Es ist aber schwierig, da Perfektionist zu sein. Ja, sagen wir mal. Darum musst du halt dazwischen sagen, es ist so. Fertig. Muss ich vielleicht oben noch. Gott, dann. Nein, nicht das Haus, aber wenigstens, dass man sich ein bisschen geborgen fühlt. Ja. Frau für den Nick. Also, weißt du, es kann kein Viech reinkommen oder irgendetwas. Jetzt bin ich aber gespannt. Du hast schlecht passt es nicht. Nein, jetzt müssen wir es durchziehen. So. I never found a way around myself. Nächsten Freitag wird es richtig hart für die Abenteurerinnen und Abenteurer. Ja, es hagelt jetzt. Und so eine kleine. Du Müsli? Ja. Ich habe eine Idee. Ich könnte so eine grosse Gabel in die reinstecken. Dann könnte man ja auch hier reinklemmen. Wir haben zu weit das eh nicht. Brennt einfach nicht. Kommt zu helfen, wenn ich blase. Noch nicht. Wieder genau so wie am Morgen. Dass ich nicht dran bin, dass ich erbrechen muss. SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig. La 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 la.